Also, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Ja, wie Alex schon gesagt hat, heute ist ein sehr guter Tag für den 1. FC Lokomotive Leipzig. Heute ist ein sehr guter Tag für unseren Verein, nachdem es nun zum ersten Mal möglich ist, dass wir ja, den Rücken unseres Spielertrikots vermarkten. Freuen wir uns sehr, dass die RT-Gruppe diesen Platz einnimmt. Und wir freuen uns darüber hinaus, so einen erfolgreichen Unternehmer und auch kreativen Unternehmer beim 1. FC Lokomotive Leipzig langfristig begrüßen zu können. Richard Teichmann möchte sich beim 1. FC Lokomotive Leipzig langfristig engagieren. Ich möchte mich auch an dieser Stelle herzlich bedanken bei unserem Urgestein, bei unserem Rainer Lisiewicz, für die Kontaktherstellung und für die vielen positiven Gespräche, die er zusammen mit mir und Richard Teichmann geführt hat. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel Zeit miteinander verbracht und immer mit sehr, sehr viel positiver Energie. Ja, neben der Vorstellung der RT-Gruppe und von Richard Teichmann freuen wir uns auch sehr, dass wir in einigen Gesprächen mit potenziellen neuen Sponsoren sind, teilweise auch Investoren. Die Gespräche verlaufen sehr gut. Und auch wenn der letzte Schritt zum neuen Sponsor ja, oft noch nicht gelingt, sind es doch Gespräche, wo immer wieder hervorgehoben wird, wie gut strukturell und auch infrastrukturell sich der 1. FC Lokomotive Leipzig weiterentwickelt hat, auch ja, auch wie sich die gesamte weltweite Lokgemeinde in der Corona-Krise verhält, das nötig Anerkennung hat. Ja, das alles gibt mir viel Zuversicht und auch die Nachricht, die wir gestern aus Dresden erhalten haben, dass jetzt in Sachsen weiter gelockert wird und dass wir hoffentlich jetzt dann schon zum nächsten Heimspiel in der nächsten Woche gegen Luckenwalde vielleicht schon mehr Fans als 1000 im Kuhne-Plache-Stadion begrüßen können. Das hat uns gestern sehr froh gemacht, diese Nachricht. Ja, heute ist ein guter Tag für den 1. FC Lokomotive Leipzig und wir heißen die RT-Gruppe und Richard Teichmann beim 1. FC Lokomotive Leipzig herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, erstmal von mir herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt dazu entschlossen haben, Lok Leipzig zu unterstützen, nicht nur dieses Jahr, auch darüber hinaus. Zu uns als Firma vielleicht ein paar Worte. Wir haben vor 6 Jahren angefangen, haben als kleines Maklerunternehmen angefangen und sind heute Projektentwickler in ganz Ostdeutschland, inzwischen bis nach München runter. Wir entwickeln Wohnimmobilien, zum Teil auch Gewerbeimmobilien und versuchen Leuten ein neues Zuhause zu geben, die eins suchen. Ansonsten, ja, Berlin, Frankfurt sind weitere Standorte von uns, die sich aus Geschäften ergeben haben. In Berlin haben wir mal angefangen und haben wir gesagt, okay, wir gehen doch wieder zurück in meine Heimat, nach Leipzig und sind auch ganz froh, dass wir den Schritt gegangen sind und fühlen uns hier sehr wohl und der Großteil unserer Projekte ist auch hier in Leipzig. Ja, warum ausgerechnet Lok? Also erstmal bin ich selber fast 20 Jahre Sportler gewesen, habe selber jahrelang Handball gespielt und unsere ersten Engagements waren alle im Handball und bin dann irgendwann dazu gekommen, dass gesagt, okay, wir müssen auch mehr unterstützen als nur den Handball. Wir wollen auch ein bisschen Fußball unterstützen, weil ich leidenschaftlicher Fußballgucker bin, auch wenn ich nicht so gut spielen kann, aber ich gucke es mir gerne an. Und da war ja, Lok Leipzig eigentlich so mit das Nächste. Bin dann durch meinen Anwalt zum Rainer gekommen, der mir da sehr, sehr viel Gutes erzählt hat über Lok. Dann haben wir uns mit dem Präsidenten getroffen und egal welches Gespräch oder wie lange das Gespräch ging, es war nie langweilig, es wurden immer super Sachen erzählt über Lok und die Entwicklung, die ich auch die letzten Jahre verfolgt habe hier, hat mir einfach gefallen, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass wir hier sagen, okay, wir unterstützen das Projekt Lok Leipzig und versuchen, das langfristig mit aufzubauen oder weiterzuentwickeln.
Wunderschönen guten Tag. Und als Trainer und als Sportdirektor freut man sich riesig darüber. Vor allem freut man sich, dass das Wort immer langfristig fällt. Und das ist, glaube ich, für den Verein sehr, sehr wichtig. Ja, man freut sich auch, wenn man über Menschen, die hier jahrelang dabei sind, den Kontakt zustande kommt. Das heißt, Lok hat eine Vergangenheit, die dann gerade die letzten Jahre was Gutes gemacht haben. Da kommt so etwas zustande. Fußball ist sehr, sehr schnelllebig. Deswegen ist für mich eben immer wichtig, wie macht man die Zukunft und wie es anscheinend hat, wenn man hier in Zukunft zusammenarbeitet. Ich glaube, für Lok Leipzig ist das, oder für jeden Verein, aber jetzt in dem Sinne für Lok Leipzig ist das Wichtigste, dass gerade in dieser Zeit, wo viele Sachen ungewiss sind, sich Menschen entschließen, den Schritt zu Lok Leipzig zu kommen. Und da kann man einfach sagen, danke und ich denke schon, dass es eine sehr, sehr gute Entscheidung ist. Und gerade wenn man dann an einem Sportplan der Seite ist, dann weiß man ganz genau, dann werden die Gespräche eben nicht langweilig, weil man dann zwischendurch immer über Sport redet und das freut es dann umso mehr. Also wir haben uns erstmal entschieden, ein Jahr das Engagement uns zu binden, sind aber eigentlich davon oder gehen davon aus, dass wir das auch nächstes Jahr fortführen werden. Wir schauen natürlich auch ein bisschen darauf, wie erfolgreich die Saison läuft. Ich hoffe, dass sie sehr erfolgreich läuft, damit wir nächstes Jahr vielleicht noch ein bisschen mehr zusammen machen können. Warum hinten und nicht vorne? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fand es mal eine ganz witzige Geschichte, mal nach hinten zu gehen. Also bisher ist das ja im Fußball noch nicht so wirklich möglich gewesen, wie mir gesagt wurde. Und als dann eben die Idee kam und das Angebot kam, dass wir das so machen können, fand ich das super und habe gesagt, okay, das machen wir. Ich gebe gern noch die Brust frei. Ich hoffe, dass ich dann noch jemanden finde, damit das Trikot noch ein bisschen voller aussieht. Und ansonsten müssen wir uns nochmal unterhalten. Ja, Schmidt, noch hat niemand Ja gesagt. Ja, wir führen da sehr, sehr viele Gespräche. Wir sind mit sehr vielen Menschen in Gesprächen und wir hoffen, dass dann letztendlich jetzt einmal Ja sagt. Ja, aber wir haben auch gesagt, wir wollen lieber noch ein Stück weit mehr warten. Ja, wollen uns noch ein bisschen Zeit geben. Wir wollen die Brust jetzt nicht für wenig Geld weggeben. Wir warten dann lieber noch 4, 5 oder 6 Spieltage und schauen dann, für was wir die Brust letztendlich verkaufen können. Ja, also wir haben da natürlich genaue Vorstellungen, haben ja auch was in unser Budget, in unsere Planung mit reingenommen. Aber müssen uns noch ein bisschen in Geduld üben. Ja, aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir dann auch noch einen Bussponsor bekommen werden. Nur die Höhe ist noch nicht ganz klar, es ist auch noch nicht ganz klar, wer es letztendlich schafft. Wir haben unter Leitung von Martin Lüth, unserem Geschäftsführer, ein Hygienekonzept erarbeitet. Das liegt auch dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig vor. Deshalb haben wir uns auch so über die Nachricht von gestern gefreut, weil dieses Konzept schon so ausgearbeitet ist, dass es dann auch Erweiterungen zulässt. Und wir sind wirklich sehr, sehr glücklich und möchten der sächsischen Landesregierung auch danken, dass sie diesen sächsischen Sonderweg jetzt geht, weil ja wirklich die Corona-Fallzahlen in Leipzig und in Sachsen sehr, sehr niedrig sind und dass die Menschen sicher nicht verstehen würden, wenn wir hier plus 1000 Zuschauer reinlassen dürften. Also wir sind mit dieser Entscheidung gestern sehr, sehr glücklich und hoffen bald wieder zum Spiel gegen Württemberg viele Zuschauer reinlassen zu können. Ich muss allerdings die Hoffnung nehmen, dass wir die Tageskasse öffnen. Also es wird nach wie vor erstmal nur mit Dauerkarten ein Spielbesuch möglich sein. Ja, für Jamal haben wir ja noch andere Stürmer. Das eine ist natürlich nicht schön, gerade wenn man 2 Tore schießt und voller Selbstvertrauen ist, aber so ist es im Fußball, da kann man nichts machen. Dumme Aktion, die erste gelbe Karte, die zweite, gut, kann passieren. Was für eine Jena-Mannschaft, Jena
hat genau dasselbe Problem wie wir gehabt, dass sie sehr wenig trainieren konnten und sich erstmal finden, haben aber sehr schnell auch eine gute Mannschaft zusammengeholt und haben auch erfolgreich Pokal bestritten und auch den Pokal geholt. Der erste Spiel 1-1 gespielt und heute Abend, was passiert, werden wir sehen. Ansonsten bereiten wir uns so wie immer vor auf das Spiel, gucken. Das war die zweite Einheit heute, gut überstehen, morgen, übermorgen und dann fahren wir nach Jena, um da was zu holen. Der Grund, dass Tami die ganze Zeit auf der Bank gesessen hat am Samstag? Auch noch ein bisschen Zeit? Bitte? Was war der Grund, dass der Tami die ganze Zeit auf der Bank gesessen hat? Welche Mal gespielt hat. Also ich habe mich entschieden, dieses 4-1-4-1 oder 4-3-3 zu spielen, nicht 4-4-2, weil wir in der Mitte einen Spieler mehr haben und dann mit der Mittelfeld stärker und mit den beiden dann vorne spielen wollte. Und bei Tom ist es einfach so, dass er, wie der eine oder andere auch, durch die kürzere Vorbereitung nicht hundertprozentig fit ist. Also fit in dem Sinne, der hat kleine Bewegungen in der Vorbereitung gehabt. Und bei Tom ist es so, der ist ein fantastischer Stürmer, der aber zu 100% sich bewegen kann, muss, damit er dann zum Abschlüsse kommt. Und in der Woche zum BRK-Spiel war Jamal einfach präsenter und viel, viel dynamischer. Und deswegen ist es so, dass dann Jamal den Vorzug erhalten hat.